Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Challenge One. Keine Karte. Ich darf keine Karten einsammeln. Plan ist, als allererstes nach Caelid ein Katana zu holen. Dann ein bisschen weiter nach Caelid rein, in den Gael-Tunnel noch ein Katana zu holen. Das aufzumotzen mit Dunkelschmiedestein und dann den Run zu starten. Das Ganze ein bisschen im Speedrun-Modus. Sag mir mal lieber, wo jetzt dieses scheiß Schwert ist. Das ist doch hier irgendwo, ne? Ruin des Wegpunktes von Caelid, ja. In einem kleinen Dungeon. Da unten. Da ist es, Meteorklinge. So, Meteorklinge haben wir. In den Tunnel muss ich ja auch eh. Dann kann ich da schon mal hinlatschen und mir gleichzeitig. Ich weiß nicht, wo es hier eine dunkle Scher dunklen Stein Level 8 oder so gibt. Oder Level 7. Oben auf so einem weißen Felsen. So, das kann ja jetzt ein paar Stunden dauern, ne? Ey, wieso macht er keine Blutung? Ohne Blutung kannst du vergessen. Oh, ohne leichte Minuten. Ah, okay, das kann natürlich sein. Okay, dann scheiß drauf. Radok und Siegel, ja. Ja, habe ich eben auch schon gedacht. Aber da sind diese Fledermäuse, die one-shotten mich. Da weiß ich nicht. Also, ich kann es gleich mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Das ist das Problem. Wenn diese Fledermäuse da nicht drin wären, dann würde ich da einfach durchraschen. Ja, hier ist es. Nimm doch diese Scheiße mal an. Schmierstein 7. Schmierstein 7. Sternschwertschlüssel. Schmierstein 8. Ach, das sind keine dunklen. Ich kotze. Ich kotze aber so richtig, ich sage es euch. Flegel holen? Ja, wo ist denn der Flegel? Der sagt Flegel holen. Flegel, Flegel. Ich weiß nicht, wo der Flegel ist. Ich weiß niemals, wie der Flegel aussieht. Du rennst da immer durch. Scheiße. Muss ich da nicht eine Treppe hoch oder so? Beim Lager am Tor. Ach da! Dankeschön. Danke. Weiß ich sofort, wo es das gibt. Hole ich gleich. Siegel, da muss ich gleich irgendwo ins Loch, ne? Oder ist es direkt hier? Nee, ach guck mal hier, mit der Lüge von Dektos, rechts. Chillig. Und das, der Dingsbums, da muss ich irgendwo runter jumpen, ne? Hier? Nein. Hier? Nein! Oh Mann, Skoppeligkeit, bin nicht so gut im Spielen und Lesen. Ja, du hast recht. Mach ich gleich, danke dir. Ins letzte Loch hüpfen und dann nochmal rechts über eine Kante hüpfen. Ja, genau. Sorry, Skobbel. Mann, ich bin echt ein schlechter Streamer. Ich spiele aber auch die falschen Spiele, um dabei mal eben ein bisschen zu Kommentare zu lesen. So ehrenlos, ja, echt ehrenlos. Sorry, Mann. Aber deine Beschreibung war sogar noch besser. Da, wo das Schleifermesser ist. Das könnte ich mir eigentlich auch direkt holen. Das brauche ich bestimmt auch, oder? Oder? Ne, brauche ich eigentlich nicht.
Brauche ich das? Glaub nicht. Das letzte Loch. Hat die Seelen? Nee. Die kommen ja hinterher, die Säcke. Nein, die war falsch. Guck mal, die kommen hinterher, lol. Ich mach einen Rundgang mit denen. Hinter mir, wo die Ratte war. Die macht den Body Slam auf mich. Hab ihn. Was gibt das? 5 Kraft, Kondition, Stärke und Geschick. Das lohnt sich. Hier fehlt mir jetzt nur Weisheit. Ist auch chillig. Wenn ich den großen. Ah, ich muss nur den großen Dingsbums killen. Hab ich's. Hä, was ist hier? Andere Seite? Ey, hier ist nicht der Flegel. Hier ist der Flegel. Ich treffe aber den Scheiße nicht. Der kriegt gar keine. Kann das sein, dass er irgendwie. Ah, doch, einmal hat er geblutet. Da war nochmal Blutung. Nobunaga, du hast doch extra gewartet, um mir das zu sagen, bis der Gegner, oh, bis der Drache fast tot ist, oder? Du hast mich erstmal eine halbe Stunde drauf einschlagen lassen, bis du mir das gesagt hast. Hä? Wieso? Das hätte so einfach sein können. Du willst mich nur leiden sehen. Ah, 74, wegen den ganzen anderen kleinen Drachen noch, ne? Ich glaube, ich bin dumm. Ich habe die Waffe noch gar nicht.
Oh, 340 Schaden. Sofort. So, Skoppel, wo bist du? Und du sagst, ich kann mich jetzt ins Altos-Plateau teleportieren lassen und komme dann aber trotzdem Haus Vulkan raus. Also ich muss nicht diese eiserne Jungfrauen da besiegen, diese beiden Bosse. Was ist das denn für ein RNG? Perfekt. Chillig. So. Also für mich sieht das nicht aus, als würde das gehen. Das geht! Ich habe immer gesagt, dass ich ein Pro-Gamer bin. Ich habe es euch immer gesagt. Ihr wolltet ja nicht auf mich hören. Scheiße, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Kannst du eh nicht merken, wo was liegt. Ja, da kommt wieder das alte Gehirn ins Spiel, ne? Ich nämlich auch nicht. Deswegen sammle ich auch hier alles ein. Also irgendwo gibt es hier eine 605. Da ist die 5! Hier. Habe ihn. Gefunden. Und ich mache übelst den Schaden, was mir gefällt. Margit ist auch nicht so schwer gewesen, rückblickend. Mann, ey, der holt so lange aus, das ist so verwirrend. Das ist das Einzige, wieso der schwer ist. Ey, Rogier, bitte mach irgendwas oder hau ab. Zack! So, schaffe ich Godric auch, First Try? Hier habe ich kein nichts zum Rufen. Ich glaube nämlich nicht. So, Tunnel von Gael, der ist doch hier irgendwo, ne? Hier unten vielleicht sogar. Und deswegen bewachen die das. Ja. Und jetzt wird's witzig. Ey, seid ihr sicher, dass die Waffe Blutung macht? Irgendwie mache ich nie Blutung mit der Blutungsschaden. Hast du nie gesagt, macht die keinen Blutungsschaden oder ist der wieder nur nicht blutungsanfällig? Ich kann den schaffen, der hat so ein billiges Moveset. Ich muss nur perfekt ausweichen. Ich kann ihn auf jeden Fall schaffen. Ich bin's, Tim Mondschleier. 23 Weisheit, wird immer mehr. Auch 3. Ey, das ist ja einfach das Gleiche nochmal. Gefühlt. Chillig, 23 Weisheit brauche ich. Der hat nur 7.500 gebracht. Was? Der hat nur 7.500 gebracht. Die, wo die Markierung ist. Und verfallene Lande heißt. Da gibt es Markierungen? Ey, kann der mir sich mal verpieseln? Ewiger Nachthimmel. Das dann wahrscheinlich nicht. Kann der bitte gehen?
Zerfallene Lande, tatsächlich. Crazy. Oh. So schön ohne Delay. So, jetzt bin ich in zerfallene Faro Mazula. Was kann man hier eigentlich machen? Gibt es hier überhaupt irgendwas? So, und jetzt soll ich diese Tunnel vor dem Dingsbums markieren. Tunnel vor dem Schloss. Ort der Gnade markieren. Wie komme ich denn direkt zu meiner Markierung? Nee. Wie komme ich denn direkt zu meinem Markierten? Wenn ich 3 drücke, dann schickt er mich irgendwo hin. Mit 3 kannst du schnell die Liste aufrufen. Ja, aber wie komme ich denn da unten so schnell hin? Nochmal Dreieck. Und jetzt? Jetzt habe ich es verkackt. Und was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich nochmal zum Teleporter. Muss ich schneller sein oder langsamer sein? Das ist die Frage. Ich habe einen Speedrun gesehen, der hat gesagt, man muss halt auf ein bestimmtes Zeichen vom Ton hören. Noch später ging nicht. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wieso nicht bewegen? Ich will mich bewegen. Was passiert dann, wenn ich mich bewege? Wieso? Ich will mich aber bewegen. Skoppel macht mir mein Spiel kaputt. Let's go! Level 37, Faro Mazula. So nämlich. Renn kreischend durch. Der Standardtrick. Angie, lass mich nicht im Stich! Ah! Renn, 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 renn! Alle Tipps befolgt und geschafft. Es kann nichts mehr schief gehen. Diese Map, ey, ich liebe es. Das ist so witzig. Meister Jodel. So, jetzt hier schön den Drachen besiegen. So ein Ding ist das. Ah, es war doch einfach. Es war einfach, Skoppel. Nächstes Mal bitte schwierigere Sachen. Das war zu einfach. Ich brauche Herausforderungen. Erkunde du mal. Ich habe keine Ahnung, wo die Schmiedesteine sind. Das ist ja das Gemeine. Aber ich weiß, dass hier die Klangperle ist. Ich kenne den Weg doch. Und jetzt einfach schon eine Waffe plus 9. Das ist so witzig. Ich habe noch nicht mal Godric besiegt. Naja, ah, erstmal hier ein bisschen was verkaufen. Kann ich meine alten Waffen verkaufen? Das, 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 das. Weg damit. Plus 7, plus 8, plus 9. Geil. Und wie skaliert das jetzt?
C, D und C. Ich will jetzt wissen, wie viel Schaden ich mache bei Godric. Mann, ich mache immer zu früh den. Mann, mache ich viel Schaden. Das ist ja fast ein Cheatcode hier. Gut gesprungen. So viel Schaden, so nice. Ja, ich bin halt kein guter Spieler, Skoppel. Ich dachte, das wäre klar. Ich könnte jetzt auch versuchen, den Aranella die Abkürzung Altusplateau zu machen. Das mache ich auch. Ich kill jetzt eben den hier. Alter, ist das viel Schaden. Geilo. Für Moon Vale 5 bis 9. Ich hab's auf plus 4. Ich krieg echt viel Schaden, ne? Ich brauche eine bessere Rüstung. Meine Rüstung ist halt echt ass. Darum müsste ich mich als nächstes kümmern. Eine vernünftige Rüstung. Wenn ich zur Tafelrunde zurückgehe, würde ich wieder diese eine Rüstung bekommen. Von diesem Untoten. Oh, guck mal, hier ist ein Item. Das wusste ich gar nicht. Was ist das denn? Kristallwurffall. Interessant, ne? Bernalkellen für die Bestienrüstung. Okay. Ja, mache ich. Wie? Wo finde ich den? Ach, Farum Azula, ne? Oder? Ich meine, Farum Azula finde ich den doch, oder? Oh. Gucken, was man davon tragen kann. Mittlere. Boah, ich kann das. Nee. Fast. Ich kann das fast komplett tragen. Noch ein bisschen Kondition leveln. Oder ich hole mir. Ah, das dauert noch ein bisschen. Ja, Mann. Ab zu Ranella. Ranella besiegen. Und dann die beiden zum Altusplateau. Komm, schaffe ich First Cycle Ranella? Oh, es sieht gut aus. Scheiße, mir fehlt Condi. Komm, noch ein bisschen, ein Schlag noch. Ja, Mann, First Cycle. Oh. Komm, einen Schlag noch. Zack. Wow, was holt die denn da? Das ist der Adula-Drache, ne? Kann er mal weggehen? Das muss ich dann auch noch besiegen. Ja, okay, weg ist er. Chillig. Ranella ist echt easy.
Da muss man auch nicht viel Verteidigung haben. Die Rüstung ist echt Gold wert. Die hätte ich mir früher holen sollen. Scheiße. Hallo? Jemand zu Hause? Warum antworten Sie denn nicht? Danke für den Raid, der Manachan. Manachan? Danke für den Raid. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Ich überlege gerade, was ich machen soll, Skoppel. Im Prinzip kann ich. Ach man ey, kann ich mir doch das ganze Gedöns in Leyndell sparen, indem ich einfach direkt in Faerûm Azula Malekith töte und dann ist die Hauptstadt schon in Asche, oder? Und dann bin ich doch schon durch. Oder? Ich brauche Leyndell nicht machen, ich muss Radar nicht machen, kann ich mir alles sparen, oder? Ja, das Problem ist, ich habe gerade versucht, die beiden Götter scalpen. Also, ich glaube nicht, dass ich das mit meinem aktuellen Equip und mit meinem aktuellen Level schaffen kann. Ich brauche eine bessere Asche. Ich glaube, mit der Mimik würde ich schaffen. Mit einer Mimik auf plus 7, 8, 9 so. Das habe ich eben auch schon gedacht. Die Weapon-Art von Moonwell ist echt geil. Ey, die ganze Zeit weiche ich aus und dann einmal nicht. Bam! Ja, Mann. Der kann mich auch mal. Der gibt nämlich nur 3000 Seelen oder so. Das lohnt sich wieder gar nicht. Der Brunnen ist beim Drachen. Ja, die Frage ist, will ich überhaupt da runter? Beim letzten Mal habe ich Mog auch nicht geschafft. Schaffe ich Mog überhaupt? Das ist die Frage. Ich meine, letztes Mal hatte ich die Doppelklinge, das war halt dann schon auch schlechter. Mit der Waffe schon, sagst du? 5, 6, 7, 8, 9. Boom. Aber Dragon Ball würde ich gucken, glaube ich, sogar mit Füllern. Bin da nicht ausgewichen, ne? Ich überlege echt, ob es nicht Sinn macht, eine bessere Asche zu holen. So, sollen wir wieder eine Wette machen, ob ich Radar dieses Mal First Try schaffe? Ich habe eine viel bessere Rüstung, glaube ich. Eine viel bessere Waffe, glaube ich. Und ich bin jetzt auch viel besser geworden. Hallo, Manni. Ja? Du sagst ja? 1540 auch sagen ja? Und 10 nein? Nobunaga geht wieder auf Ja. 3.500 auf Nein. Oh Gott, das ist doch bestimmt Skoppel und der will mir wieder so ein Ding reindrücken. Fängt gut an, oder?
Ich weiß eh, was Goppel vorhat. Der will mich wieder, wenn der zum Komet wird, stehen lassen. Ah, bleib da stehen! Und wehe, du bewegst dich! Zu früh, mein Newtster. Die Frage ist jetzt... Scheiß, kann ich abhauen? Wenn ich meinen Badeanzug dabei hätte, könnte nee, ich nee, das geht nicht. Schwimmen gehen. Ich geht grauenvoll. Das Wasser ist ja salzig. Ich hatte den Knopf schon gedrückt, Skoppel. Ich hatte den Knopf schon gedrückt. Bin keine Maschine, ich hatte da den Knopf schon gedrückt. Hacker. Guck, Imitatorträne, wie lange habe ich gebraucht? Nicht lang, ne? Das ging schnell. Die zwei Gargoyles besiegen, das sollte ja eigentlich kein Problem sein, oder? D ist Bruder. Nie gesehen. Alter! Da gibt mir auch mehr nix. Ich wusste nicht, dass dieser Nebel auch Leben abzieht. Ich dachte, der macht mich nur vergiftet. Scheiße. Easy war das. War doch ein Klacks für mich. Ey, rein. Ich wollte schon sagen. War es nicht hier? Die können mich weiter angreifen, wenn ich... Ja, das ist es. War gar nicht so ein krasser Umweg, ne? Mit der Mimik und mit den Klangperlen hat sich schon gelohnt, auf jeden Fall. Du hast 10.000 auf Nein gesetzt. Du bist dir sehr, sehr sicher. Also ich werde mich so anstrengen, Leute. Ich werde mich so anstrengen. Die Punkte verlierst du, mein Jutzer. Setz alles ein, was ich kann. Zehntausend! Das ist so ein Disrespect von dir, unglaublich.
Ich habe die Mimik auf plus 7, ne? Vergiss es nicht. Habe ich irgendwas, was ich noch einsetzen kann? Geheimwaffen. Ich glaube, dann heulst du. Na, falsche Flasche. Ich bin gejumpt! Fuck! Mann, ich hatte so ein gutes Gefühl. Scheiße. Das hätte ich so gefühlt, ey. Danke, die an mich beliebt haben. Feuersichere Trockenleber? Hab ich nicht. Er hat 10k doch nicht verloren. Schade, Mann. Ich habe mich aber übel angestrengt. Und es war auch echt knapp. Wäre meine Mimik nicht so schnell draufgegangen, hätte das was werden können. Aber sehr ehrlich, du hast bestimmt kurz geschwitzt, als die beide einmal tot waren. Heute hast du das Delay. Nimm das. Ich mache einfach Leyndell noch schnell und dann müsste ich die beiden Götterskalpen schaffen, sodass ich mir den ganzen Weg zum Feuerriesen nur spare. Das ist so eine Idee, oder? Vorne gibt es auch nochmal eine Saat. Ey, ich muss echt Purpur-Tränen holen. Tränen holen. Meine Heilung ist echt scheiße, habe ich gerade wieder gemerkt. Ich brauche mittlerweile schon 3 Estos, um komplett voll zu werden. Bam. Danke für den Lurk, mein User. Noch ein Talismanbeutel. Schaffe ich den oben auch First Try? Wenn ich so viel Schaden mache wie gerade dann, ja. Ich habe auch nichts Nützliches in der Tasche. Ey! Soll ich denn Nützliches... Ja, du! Mimik, kill ihn! Yes! Chillig! Läuft doch mit der Mimik. Es läuft. Talismane, ja, was habe ich denn gerade? Ich habe den Baum, ich habe das Siegel und das Blitzding. Ist doch gut. Danke, Nemo, für den Lurk, mein Jutster. Die Talismane sind krepp. Ja, ich habe aber nichts anderes. Okay, stopp. Pause. Du sagst mir jetzt, wie viele kann ich tragen? Ah, ich kann sowieso nochmal zu Enya, dann kriege ich auch noch einen. Ne? Du sagst mir jetzt 4 Talismane, die ich mir innerhalb von 15 bis 20 Minuten holen kann, die gut sind.
Einen gibt's in der Drachenhügelhöhle, ist in Caleb beim Erdenbaum, ist da mittig. Okay, welcher? Was kann der? Und dann entscheide ich, ob ich den gut finde und haben will. Oh mein Leben. Ach du Scheiße. Ey, der Hund! Hoho, Mimik macht so Spaß! Weg mit dem! Geil! Das war geil! Flammendrachen-Talisman plus 2. Kurze Frage, wo kriege ich den vierten Talisman-Beutel her? Ich wünschte, man hätte eine Möglichkeit, die Imitator-Träne zu heilen. Bestienkleriker. Komm her, mein Judster. Ich glaube, Alex hatte auch Skoppel ein. Das hast du das erste Mal geklippt. Ey, Mann. Drauf zu springen, dreimal ist er weg, abgehauen. Ist er doch. War ein Klacks. War easy peasy. First try. Ja. Ich weiß, ich bin halt so an die Mimik gewöhnt, dass ich gar nichts anderes mehr spielen kann irgendwie. Schwarz vom Mönch, ja, der ist echt gut. Blutung, 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 ich brauche eine Blutung. Ja! Boom! Ich sagte euch, ich brauche nur einmal gutes RNG. Aber ich auf jeden Fall mehr Angriff, ne? Dafür zwar ein bisschen weniger Leben und Kondition und so. Wird spannend. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht große Last, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe mittlere Last. Dass ich das Siegel nicht mehr habe, das merkst du auch übel. Viel mehr Heiligverteidigung wieder. Nochmal über 20% mehr.
Ich glaube, so geht's. Was, der Schildkrötentalisman, der macht mehr Ausdauer oder so, ne? Oder was macht der? Ausdauerregeneration, ne? Dann gibt's, glaube ich, bei den Halbmenschen oder so, ne? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, Ausdauerregeneration wäre auch eine Idee auf jeden Fall. Mal schauen. Ey, mein Ausweichen ist heute auch richtig on point. Oh, nicht die Attacke, wo ich nicht weiß, wie ich ausweichen soll. Der Ring? Ja, Ring. Genau, in dem, bei Tisbia. Ich glaube, ich weiß wo. Mist! Ich glaube, ich habe RNG-Lag auch. Ah, diesmal habe ich echt RNG-Lag. Oh, sage ich es auch noch gerade. Ah, geht zumindest nicht auf mich. Mimic Dote. Die nächsten Sternchen. Geschafft. Ey. Ich glaube echt, dass ich es mir mit der Waffe gerade fürs Elden Beast nicht einfacher gemacht habe. So, können wir mal gucken, wie lange habe ich gebraucht? 8 Stunden 43. 8 Stunden 43. Katanas geholt, Mimic auf plus 10. Ich hatte vorher keinen Plan, wie ich es machen werde. Mit Hilfe von der Community, mit dem Chat, mit auch dem Hände weg, also mit der Behinderung vom Chat. 8 Stunden 43 als schlechter Spieler. Finde ich gar nicht so schlecht. Und ich könnte bestimmt 1-2 Stunden schneller sein, wenn ich ein paar Bosse früher gelegt hätte. Guck mal, wie lange ich bei Godfrey, wie lange ich bei Godfrey? Wer war denn der andere nochmal, wo ich so lang gehangen habe? Wo ich richtig, richtig lang gehangen habe. Gargoyles habe ich auch ein paar Versuche gebraucht.
Wongpot hat auch ein bisschen gedauert, bestimmt 15 Minuten. Malekith, genau, der hat so übel lang gedauert. Malekith und Godfrey, die haben locker 2 Stunden gedauert. Ohne die beiden wäre auf jeden Fall chilliger gewesen. Ja, und gelernt, genau. Ich habe während des Runs den Wrongport gelernt. Und dann würde ich sagen, ja, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, ne? Like das Video, abonniert den Kanal, macht beim Gewinnspiel mit am 10. und gerne in die Kommentare, Verbesserungsvorschläge und, und. Bis zum nächsten Mal, haut rein.